So, zurück an der frischen Luft und ich brauche echt einen geraderen Acker. Wenn hier mal Winter ist, dann komme ich mit der großen Planierraupe, die ich nicht habe, und mache mal meinen Acker gerade, damit ich besser Zelte aufstellen kann und ähnliches. Das ist ja furchtbar. Heieiei. Oder ich gebe hier ganz viel Glyphosat hin, damit hier nichts mehr wächst. Schlimm, diese Gräser überall und da hinten sind Ameisen. Pfui, Natur. So. Nachdem das auch geklärt wäre. Ja, jetzt muss man noch ein paar Sachen zu den technischen Daten von dem Ding erzählen und für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten. Und das ist ja bei meinen Videos immer so, das setze ich einfach mal voraus. Kann man noch ein paar Hintergrundinformationen zu Hilleberg verlieren. Das gibt dann halt möglicherweise einen Zweiteiler. Ne? Das ist dann jetzt in diesem Fall der zweite Teil. Ich vermute, so schneide ich das. Falls ihr das jetzt so seht, habe ich das so gemacht. So, also folgendes. Das Außenmaterial von dem Zelten, das ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt, das nennt sich Kerlon 1000. Die hatten jetzt mehrere Sorten von diesem Kerlon in Gebrauch. Das Kerlon ist schon relativ alt. Das war so das erste Silnylon, also silikonisiertes Nylon, was Hilleberg verwendet hat. Das hieß dann schon immer Kerlon und war halt so das Top-Zeltmaterial seiner Zeit. Und damit waren Hilleberg-Zelte auch schon immer sehr teuer. Hilleberg gibt es jetzt seit so roundabout ein bisschen über 40 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gegründet von Bo Hilleberg. Bo ist die Kurzform für irgendwas nicht ganz so kurzes. Der sich eine Österreicherin geschnappt hat und damit rein zufällig, ne, war das Dreamteam zum Zeltbauen geboren, weil er viel draußen unterwegs, viel Outdoor-Erfahrung, viele tolle Ideen zur Verbesserung von Zelten. Sie hatte das entsprechende handwerkliche Know-how und konnte da eben auch entsprechendes Zeug Material zusammennähen. Das hätte er dann nicht gekonnt und die beiden waren dann wohl das Dreamteam zum Zelt produzieren. Hilleberg baut bis heute, und das ist bemerkenswert, wirklich nur Zelte. Es gibt wenig Outdoor-Marken, die nur eine einzige Sache machen. Nur und ausschließlich Zelte. Ne? Und, okay, zugegeben, noch Heringe und weiteres Zeltzubehör. Schnüre zum ans Zelt dranhängen, Haken zum ans Zelt dranhängen. Aber das war es dann aber auch wirklich. Und davon auch überschaubare Mengen, entsprechende Zubehörgegenstände. Aber auch das Zeug ist entsprechend ein bisschen teurer. Ne? Hilleberg wird auch als der Zeltpapst bezeichnet, weil das sind halt eben tatsächlich die Markt... Ja, die teuersten Zelte, die man auf dem Markt so kriegen kann. Also wenn du ein Zelt für jede Menge Geld suchst, dann findest du es auf jeden Fall bei Hilleberg. Liegt halt daran, dass sie alles auch entwickelt haben, was es auf dem Zeltmarkt mehr oder weniger gibt. Sämtliche anderen Zelte anderer Hersteller sind in den allermeisten Fällen zumindest inspiriert von irgendeinem Hilleberg-Zelt, das vorher da war. Also die Entwicklungsarbeit, die da wirklich absolut vorangetrieben wird bei dieser Firma und wo wirklich viele Innovationen dabei waren, nämlich auch dieses ganz Klassische, was inzwischen bei jedem guten Outdoor-Zelt Standard ist, dass man Außen- und Innenzelt ineinander gehängt zusammen aufbauen kann, damit man ein Zelt überhaupt bei Regen aufstellen kann oder es einem gleich durchweicht. Alles andere ist absolut nicht praxistauglich, eigentlich, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ein Outdoor-Zelt, bei dem das nicht geht, macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Es sei denn, es handelt sich um ein Winterzelt, da kann man das vielleicht noch drüber nachdenken, oder ein Hochgebirgszelt, dann ja möglicherweise, aber für regenreiche Gebiete ist ein Zelt, bei dem das nicht geht, scheiße. Und zum Beispiel dieses Konzept, das hat Hilleberg erfunden, das war auch so das erste Zelt, das die gebaut haben, das sich dann auch gleich gut verkauft hat, weil das mehreren Leuten klar war, dass das ein Problem darstellt, und das Problem war bekannt und das wollte man gerne gelöst haben. Und dann hat man halt ein Hilleberg-Zelt gekauft und darauf hat sich dann ein kleines Familienunternehmen in Schweden gegründet. Er ist wirklich relativ klein und bis roundabout 2003, 2004, irgendwie sowas um den Dreh, haben sie auch direkt in Schweden produziert. Deswegen ist mein altes Akto, das ist tatsächlich ziemlich alt, oder war es bis 98, ich krieg's nicht mehr zusammen. Lass mit den Daten, ne, das könnt ihr selber nachlesen auf der entsprechenden Homepage. Jedenfalls, mein altes Akto war auf jeden Fall noch eins, wo tatsächlich draufsteht, Made in Sweden. Und man muss jetzt dazu sagen, sie machen keinen Hehl draus und das ist wirklich relativ einfach rauszufinden und wird schön transparent kommuniziert, dass die Zelte halt zwar designt in Schweden sind, aber hergestellt in Estland. Und Estland ist auch ein sehr schönes Land übrigens, war da auch mal.
hat durchaus ordentliche Produktionsbedingungen und die sagen auch, und das glaube ich Ihnen auch, dass sie da ähnliche Produktionsbedingungen wie in Schweden vorfinden, eine ähnliche Mentalität der Leute, das sind ja auch alles so ein bisschen, ne, die von den Völkern her hängt man da schon so ein bisschen zusammen, die Leute ticken ein bisschen ähnlich und dann ein sehr gutes Betriebsklima herrscht. Sie hätten auch nach China gehen können, sozusagen, ne? Und da ist Estland doch wirklich die erheblich bessere Variante. Und da muss man schon sagen, toi, toi, toi. Immerhin produziert immer noch in Europa, in der EU und unter wirklich guten Produktionsbedingungen. Es gibt da auch so ein paar kleine Imagefilmchen, wo man auch sehen kann, wie die Zelte gemacht werden. Und die Näherinnen sind, glaube ich, alles Frauen. Das ist halt so üblich in der Branche, ist ja nicht schlimm. Machen eigentlich durchaus einen sehr glücklichen Eindruck und so weiter und so fort. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas schief läuft. Die Fabrik gehört auch tatsächlich Hilleberg. Ne? Die lassen nicht in China bei irgendwem, der alles produziert, wenn du ihm nur genügend Geld gibst, produzieren. Ne? Sondern die haben eine extra, wirklich da die eigene Immobilie. Auch das erzeugt natürlich Kosten. Die haben ihre Leute fest eingestellt und halt nicht irgendwelche Überleih. Ausnutz, Sklavenarbeit, Geschichten und so weiter und so fort. Und das sind zum Beispiel so ein paar Dinge, die da bei den Kosten dann eine Rolle spielen. Und natürlich die Entwicklungskosten der Zelte, weil das halt alles hoch innovativ ist und immer das Neueste vom Neuen und dann immer weiterentwickelt wird, um dann halt ein noch tolleres, noch durchdachteres, noch mehr näher an der Perfektion sich befindliches Zelt zu produzieren. Das erzeugt halt alles Kosten und das muss man dann auf das entsprechende Produkt umlegen. So, und da sie jetzt halt nur Zelte verkaufen, können sie es auch nur auf Zelte umlegen und die sind dann halt eben entsprechend die teuersten der Welt, aber auch die besten, nach dem, was man so hört. Wer mal länger in einem Hilleberg-Zelt gewohnt hat, weiß das dann nämlich durchaus irgendwann auch mal und hat zumindest auch das Gefühl, das kommt natürlich noch dazu, dass wenn du was super Teures kaufst, du auch willst, dass das gut ist. Das spielt schon auch noch eine Rolle psychologisch, das dürfen wir jetzt nicht völlig ignorieren, aber die sind schon wirklich sehr, 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 sehr hochwertig. Ich habe es mir gespart, mir jetzt bei dem Zelt da irgendwelche Nähte anzugucken, ob da irgendein Fehler zu finden ist. Da gibt es nichts. Das passiert einfach nicht bei Hilleberg-Zelten. Ich weiß nicht, was so ein Enan gerade kostet. 700? Bestimmt. Für ein kleines Ein-Personen-Zeltchen, wo eine Nase reinpasst, ist das natürlich der stolzeste Preis, den du am Markt finden wirst. Wenn du jetzt nicht irgendein super tolles Camouflage, Thermoreflekt, unauffindbar mit Wärmebild, mit Infrarotsicht und was weiß ich was alles, Militärteil haben möchtest. Ne? Dann gibt es da nochmal so ganz spezielle Sachen. Das ist nochmal eine andere Schiene. Da kann man dann noch mal mehr Geld ausgeben für. Das braucht aber wirklich kein Mensch, es sei denn, er ist irgendwie Chuck Norris oder gerade dabei, in den Krieg zu ziehen oder sonst was. Da kann man dann nochmal drüber nachdenken. Aber für Otto Normalverbraucher sind Hilleberg-Zelte halt wirklich das Nonplusultra und Ende und aus. Wenn man über das Thema Preis spricht, ist es auch ganz interessant, sich mal Gedanken zu machen, wie das zum Beispiel Fjällräven löst. Fjällräven ist jetzt in Sachen Zelte, die haben nicht so viele wie Hilleberg, die haben da nochmal ein bisschen größeres Sortiment, machen ja auch nichts anderes, wie gesagt, ist von der Zeltqualität her inzwischen nach einheitlicher Meinung vieler Leute, die sich damit auskennen, schon nah rangekommen an Hilleberg. Ne? Es ist nicht Hilleberg. Nichts ist Hilleberg, aber Fjällräven ist schon relativ nah rangekommen und bleibt preislich dafür allerdings doch durchaus, je nach Modell, nochmal so 100, 200 Euro unter Hilleberg. Teilweise auch nochmal ein bisschen mehr. So, jetzt überlegen wir uns doch einfach mal, warum ist es bei Fjällräven in dieser Hinsicht vergleichsweise billig? Ich habe ja schon mal, ich glaube, das war bei Hintergründe zu Fjällräven, als ich meinen entsprechenden Rucksack vorgestellt habe, darauf hingewiesen, dass die manche Produkte haben, die ein ganz ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis haben, weil man halt die Entwicklungskosten dann auch irgendwie mit einbeziehen muss und es sich dann zum Teil, ähnlich wie bei Hilleberg, eben um hochinnovative Produkte, die so erfunden haben, handelt. Was es aber auch gibt bei Fjällräven, ist, dass halt zusätzlich nochmal Geld reinkommt, weil sie auch überteuerten Scheißdreck verkaufen. Das ist leider so. Ich hatte damals das Beispiel gebracht mit den beschissenen Packsäcken für 40 Euro, die auch nichts anderes können, als dass man Dinge reintun kann. Die sind nicht mal wasserdicht. Das ist völlig für den Arsch, nur weil da ein Fuchslogo drauf ist, sich solche Packsäcke zu kaufen. Oder ein Gürtel. Der Fjällräven-Schieß-mich-tot-Gürtel. Ist der gut verarbeitet? Ja. Macht der irgendwas anderes als die Hose oben
oben halten? Nein. Kostet der fast 100 Euro? Ja, vermutlich. Außerdem fangen sie jetzt dann auch noch an, und das gefällt mir überhaupt nicht, immer mehr so in die modische Richtung zu gehen, dass man jetzt so alternative Hipsterkleidung entwirft, die zwar auch outdoor-tauglich ist, aber so absurd viel Geld kostet für zum Beispiel das G1000-Material, das einfach bloß ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe ist, was viel billiger produzierbar wäre, insbesondere wenn man in China produziert. Da wird es dann langsam im Bereich Klamotten bei Fjällräven meiner Meinung nach echt unverschämt. Zeltpreis-Leistungs-Verhältnis ist ganz gut, weil sie fast so gut sind wie die Hilleberg-Zelte, aber halt eben noch mal einen Ticken billiger. So, und jetzt warum? Ja, weil Fjällräven eben sehr wohl in China produziert und ich es auch zuerst nicht wahrhaben wollte, aber auch in meinem wirklich sehr, sehr guten. Das ist ein ausgezeichnetes Zelt. Abisko Light 2 steht auch Made in China drin. Und im Gegensatz zu Hilleberg, und das rechne ich Fjällräven wirklich negativ an, kommuniziert Hilleberg ganz offen: Nein, wir produzieren nicht in Schweden, wir entwickeln da, wir haben da unseren Stammsitz und uns geht's da ganz toll und da stammen wir her und alles und pipapo, aber wir produzieren in Estland. So, und bei Fjällräven findest du tatsächlich keinerlei Informationen auf der Homepage, und das finde ich so richtig, richtig dreckig und hinterhältig, ehrlich gesagt. Kann ich nicht nachvollziehen. Mir ist Transparenz echt wichtig. Muss ich wirklich mal ein bisschen Fjällräven-Bashing betreiben jetzt, dass da keinerlei Informationen dazu vorhanden ist, wo das Zeug hergestellt wird. Teilweise vielleicht auch noch in Vietnam oder sonst wo. Die haben mehrere Produktionsstandorte und denen gehören ihre Firmen nicht selbst, sondern die machen eben genau das. Die lassen das dann halt für in irgendwelchen Firmen, die da halt eben separat nochmal dann die Leute beschäftigt haben, Vertragsfirmen, das Zeug dann eben entsprechend produzieren und haben da nicht so viel Einfluss drauf und nicht so viel Kontrolle drauf. Eine gewisse Transparenz ist dann schon vorhanden, wenn man nachfragt. Es ist wohl alles ganz in Ordnung, so befriedigend, so wenn man jetzt so wirklich mit hohem Standard an die Sache rangeht und dann mal gucken möchte, wie sind denn da die Produktionsbedingungen. Ne? Also Fjällräven ist nicht Apple. Fjällräven ist nicht Samsung oder ähnliches. Das ist Fjällräven ganz bestimmt nicht. Aber wenn man bedenkt, dass es sich hier um Outdoor-Produkte handelt und da ja immer eine gewisse Nachhaltigkeit und eine gewisse Hochwertigkeit und ja, das eigentlich irgendwo eine große Rolle spielen sollte, was es ja auch tut, was sie sich so auch auf die Fahnen schreiben, und sie haben ja noch diverse andere Projekte, also Fjällräven jetzt laufen, wo sie noch diverses Gutes für die Natur tun. Das machen sie schon auch. Das ist keine Frage. Das machen sie schon. Und die produzieren ihre Produkte auch mit immer weniger CO2-Emissionen und immer weniger Schadstoffemissionen. Beispielsweise bei der Zeltproduktion, bei Fjällräven werden keine permeablen Substanzen bei der Imprägnierung der Zelte überhaupt nicht mehr verwendet. Also so Zeug, was dann irgendwann mal doch abgewaschen wird und dann im Ökosystem landet und dann nie mehr rausgeht. Das wird alles nicht mehr verwendet, soweit ich das überblicken kann. Was schon innovativ ist, bei Hilleberg steht das derzeit nicht. Also damit machen sie zumindest keine Werbung. Man darf dann davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich tatsächlich auch noch nicht so weit sind. So philosophietechnisch scheint es bei Hilleberg so zu sein, da gibt es wohl so drei Grundlagen: Wir bauen das bestmöglichste Zelt. Wir versuchen so wenig wie möglich schädliches Zeug in die Umwelt zu emittieren, wie irgendwie geht. Und wir versuchen aus beiden den bestmöglichen Kompromiss zu finden. So. Auf Stelle Nummer 1 steht halt trotzdem: Wir bauen das bestmögliche Zelt. Wenn man jetzt das bestmögliche Zelt nicht bauen kann, wenn man nicht doch so ein bisschen nicht ganz koschere Substanzen verwendet, dann könnte ich mir vorstellen, dass Hilleberg tatsächlich das dann trotzdem tut, um das bestmöglichste Zelt halt dann eben doch zu bauen. Allerdings, so genau wissen tut man das jetzt nicht, weil sie da halt eben jetzt speziell zu dem Thema gar nicht so viele Angaben auf der Homepage haben. Das müsste man dann halt gegebenenfalls mal nachfragen, und dafür ist mein Englisch wieder nicht gut genug. Das müssen dann halt Leute tun, die da die Sprachbarriere einfacher überwinden können. Wobei, die Frau Hilleberg, also die erste Frau Hilleberg, die könnte ich fragen, weil die ist ja aus Österreich und kann bestimmt Deutsch. Ne? Aber wenn es halt eben um diese großen, teuren Outdoor-Produkte geht und die Frage, wer hat da Dreck am Stecken, dann je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige,
bekommen Fjällräven immer mehr Dreck an den Stecken. Das wird auch nicht besser. Was ich zum Beispiel jetzt erst kurzem rausgefunden habe, dass die zum Großkonzern gehören. Fjällräven per se ist gar nicht eine Firma namens Fjällräven, sondern gehört zu so einem wirklich großen Konzern, der mehrere Outdoor-Namen, die man auch schon mal gehört hat, Hanwag unter anderem, unter einem Dach vereint, auch Hacklöffs, glaube ich, oder so. Durchaus namhafte Outdoor-Marken, die jetzt dann alle einer Firma entsprechend angehören, wo eine Marke wie Fjällräven, die traditionell immer sehr viel Wert auf Naturschutz gelegt hat und vielleicht auch auf super hohe Qualität und so weiter und so fort, von früher aus der Vergangenheit, da war das ja alles tippitoppi und so weiter und so fort, vielleicht unter anderem durch diese Fusion da auch ein paar Sachen hinnehmen muss, die sie vielleicht so gar nicht gemacht hätten, beziehungsweise nicht machen würden, wenn da nicht dieser Großkonzern dahinter stehen würde. Ich persönlich bin ja immer der Überzeugung, sobald es irgendwelche größeren Kartelle gibt und irgendwelche Zusammenschlüsse und irgendwelche riesen Gigakonzerne, die viele Marken untereinander vereinen, wird es nicht besser. Habe ich selten erlebt, dass das wirklich eine Verbesserung gebracht hätte, insbesondere wenn Traditionsmarken dabei sind, die dann nicht mehr für sich alleine stehen. Hilleberg hingegen ist nach wie vor ein Familienunternehmen, die haben noch eine Zweigstelle in den USA, mehr oder weniger eine eigene Tochterunternehmen, da dann noch entsprechend aufgemacht, aber beides ist mehr oder weniger in Familienhänden und der Vorstandsvorsitzende von Hilleberg ist tatsächlich immer noch der Herr Hilleberg. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er gibt entsprechend weise Hinweise inzwischen auf der Homepage von sich zum Thema Outdoor. Durchaus ein paar tolle Erkenntnisse dabei. Und das ist alles super sympathisch. Also ich denke, wenn es darum geht, wem gibt man lieber sein Geld? Fjällräven oder Hilleberg, nur mal jetzt so als Beispielvergleich, ne? Ihr könnt euch auch eine andere Firma dann genauer angucken, aber dann vielleicht doch lieber Hilleberg. Und bei einem Produkt, das ich sehr gern haben muss und möchte, wie mein Zelt, mit dem ich auf Tour gehe, in dem ich ewig lange wohne, muss ich sagen, nachdem wie ich jetzt momentan, was ich so über Fjällräven rausgefunden habe in letzter Zeit, da habe ich jetzt wirklich ein bisschen recherchiert, würde ich mir nächstes Mal, mein Fjällräven-Zelt wird eine ganze Weile halten, mit Sicherheit, aber das nächste Mal in dann hoffentlich 8 Jahren oder nicht früher, werde ich mir dann auch wieder ein Hilleberg kaufen. Doch. Das werde ich dann schon tun. Dann sind die 200-300 Euro, die das dann halt wirklich nochmal teurer ist, sind es mir dann eben entsprechend wert. Beziehungsweise bis dahin wird es dann nochmal etwas mehr sein. Hilleberg-Zelte sind immer teurer geworden. Die Produktionsbedingungen für die werden ja auch nicht besser. In Estland verdient man auch immer mehr Geld. Dementsprechend werden auch Hilleberg-Zelte immer teurer. Aber dafür bleibt es halt ein vergleichsweise nachhaltiges und unter fairen sozialen Bedingungen hergestelltes Produkt. Nichts vom Fließband, sondern das komplette Zelt steht auch immer ein Zettelchen drin, wer das Zelt gemacht hat. Wer in Person das Zelt gemacht hat, dass das so bleiben kann, was ein wesentliches Qualitätsmerkmal einfach darstellt, dass man weiß, man hat da eine Näherin sitzen und die baut mein Zelt. Dass das so bleiben kann, wird halt dazu führen, dass Hilleberg-Zelte nach wie vor eben saumäßig teuer sein werden. Qualität hat nun mal ihren Preis bis zu einem gewissen Grad und für das kleine bisschen noch tolleres Zelt als vergleichsweise sonst auch hervorragende Zelte, wie eben das Ding von Fjällräven, dass man zum Beispiel damit erreicht, dass man eine gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern hat und die beim eigenen Unternehmen angestellt sind und nicht bei sonst wo. Dieses kleine bisschen an zusätzlicher Qualität kostet dann 200-300 Euro tatsächlich. Es ist schon so, je näher man der Perfektion kommt, desto mehr Geld muss man ausgeben für noch ein kleines Fitzelchen besser. Ob man das wirklich haben möchte, ob man das wirklich braucht. Es ist immer eine emotionale Entscheidung. Zelte sind emotionale Produkte. Das ist einfach so. Das spielt auch immer eine gewisse Rolle, ob man ein Hilleberg-Zelt mit dem dazugehörigen Markenliebe eben entsprechend haben möchte. Weil wenn man die nicht hat, diesen Hilleberg-Fanatismus auch, diese Liebe zu dieser Marke und diesen gewissen persönlichen Bezug zu der Firma, dass man das einfach toll findet und sogar die Firmengeschichte eben so ein bisschen aufsagen kann, weil man die Firma so toll findet, dann kann man da auch wirklich was kaufen und dann finde ich den Preis auch irgendwo gerechtfertigt, so mit diesem Bezug zu der ganzen Sache und man kann dann mit gutem Gewissen mit seinem Zelt dann eben entsprechend draußen übernachten. So viel zum Firmenbashing bei Fjällräven inzwischen. Also die könnten wirklich mal ein bisschen
bisschen transparenter sein, da vielleicht mal ein bisschen kommunikativer und da vielleicht mal ein paar Dinge besser machen, schlicht und ergreifend. Bei Hilleberg läuft es nach wie vor ganz hervorragend, meiner Meinung nach. Gut, jetzt noch mal ein paar allgemeine Teile zum Zelt. Jetzt hatte ich schon angesprochen, das ist ein Kerlon 1000, das Material, woraus das besteht. Was macht jetzt ein Kerlon 1000 zum derzeit mehr oder weniger hochwertigsten Zeltaußenmaterial, das es auf dem Markt so gibt? Und was macht es so viel teurer als die Alternativen? Weil mir ging es zum Beispiel so, als ich da mal intensiv drüber nachgedacht habe, als ich ist ein Video, das noch gar nicht lange her ist, mein Vergleichsvideo gemacht habe, die Gear-Top-Zeltunterlage aus Silnylon, also silikonisiertes Nylon, Silnylon, ne? Versus die Bundeswehr-Elefantenhaut, ich sitze drauf. Und mal abgesehen davon, dass die Bundeswehr-Elefantenhaut super stabil ist und so weiter und so fort, das steht alles ganz außer Frage, fand ich bemerkenswert bei diesem Silnylon-Ding, dass sich so gefühlt so anfühlt wie eine Zeltaußenhaut und gefühlt so dick ist wie eine Zeltaußenhaut, dass das bloß 20 Euro roundabout irgendwie gekostet hat. Dann kommt man auf einen Quadratmeterpreis von, lass mich lügen, 10 Euro rund, ungefähr. Sagen wir es einfach mal, es wären 10 Euro. Ungefähr auf den Dreh könnte man es auf jeden Fall drücken, wenn man dann eben als mehr oder weniger No-Name-Hersteller unter typischen chinesischen Bedingungen in China oder noch schlimmer halt eben in Taiwan oder sonst wo, China ist ja inzwischen schon wieder vergleichsweise gut und vergleichsweise teuer, wenn man halt unter total miesen Bedingungen entsprechend produziert, kannst du Silnylon in einer durchaus brauchbaren Qualität halt super billig produzieren. Wenn du bei Hilleberg den Quadratmeterpreis von Kerlon 1000 umrechnest, dann kommst du auf... Das Zelt besteht ja noch aus anderen Teilen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt das Außenzelt allein eben entsprechend wüsste, was das allein kostet, würde man trotzdem bestimmt auf einen Quadratmeterpreis von 50 Euro kommen. Oder 40 Euro von mir aus. Aber bestimmt das Vier- oder Fünffache von dem, was das halt bei diesem Silnylon jetzt kostet. Allein, ne? Pro Quadratmeter, wenn man so jetzt kaufen würde, ohne dass es verarbeitet ist. Selbstverständlich, die Verarbeitung haut dann auch noch rein und so weiter und so fort. Vielleicht kostet das Silnylon, was ich da erwähnt habe, jetzt rein vom Material her auch bloß 30 Cent pro Quadratmeter. Das wissen wir ja natürlich alles nicht. Aber Tatsache ist halt nun mal, ein Stück Silnylon-Plane oder wenn wir uns... Noch anschaulicher ist vielleicht, wenn man sich das Hilleberg-Tarp anguckt. Da gibt es ein großes Tarp von Hilleberg aus sehr, 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 sehr stapazierfähigem, sehr starkem Kerlon-Material. Also es gibt es in verschiedenen Stärken, dieses Kerlon-Außenzeltmaterial, eben auch fürs Tarp. Und da kostet dann ein Tarp, wohlgemerkt, 200 Euro. So. Und wenn man das jetzt dann vergleicht mit einem vergleichbar großen Tarp, das du irgendwie für 30 Euro nachgeschmissen kriegst auf Amazon, dann wird schon deutlich. Beide halten den Regen ab und ein Hilleberg-Tarp, okay, das ist nochmal erheblich viel leichter als alles andere, was es dann sonst so gibt. Wahrscheinlich auch erheblich hochwertiger, aber dann wird es dann schon relativ schnell, relativ deutlich, welche Preisunterschiede da eben im Rahmen sind. So, was also soll das? Ist das jetzt nur, weil da halt eben die Entwicklungskosten drin stecken, die höheren Bearbeitungskosten, es halt nicht in China, Taiwan, sonst wo zusammengenäht wird? Oder ist da tatsächlich im Material selber auch nochmal irgendwas, was diesen Preis rechtfertigt? Und letzteres ist der Fall, sonst würde ich es ja nicht erzählen. Wir haben es tatsächlich mit dem am sorgfältigsten verarbeiteten, silikonisierten Nylon zu tun, das es eigentlich überhaupt gibt. Für Zeltaußenmaterial oder für Tarps, wenn wir bei Hilleberg einkaufen. Nämlich viele Hersteller, die billigen, die sagen, wir haben Silnylon oder silikonisiertes Nylon und meinen aber, sie haben da was draufgetragen, das enthält unter anderem Silikon. Das ist also eine Mischung. Es ist kein reines Silikon drauf aufgetragen, sondern noch irgendwas anderes drin. Irgendwelches Füllmaterial, mehr oder weniger. Dann kann man sehr wohl Unterschiede machen in der Dicke der Silikonschicht, die da aufgetragen ist. Und man kann sehr wohl unterscheiden, wie ist das aufgetragen. Ist da jeder Faden sozusagen einzeln ummantelt?
Oder ist das einfach nur quasi eine Plastikfolie auf die Plastikfolie geklebt, sozusagen. Und in der Hoffnung, dass das dann halt möglichst ewig lange halten soll. Und man kann auch nochmal unterscheiden, wie viele Schichten Silikon sind denn auf unserem Nylon. So, und da ist Hilleberg halt einfach over the top und die übertreiben es völlig. Das macht kein anderer Hersteller so, auch nicht Fährreven. Da haben wir dann auch einen Qualitätsunterschied zwischen Fährreven und Hilleberg. Nämlich bei unglaublich dünnen und leichtem Material mit einer extremen Reißfestigkeit. Fährreven silikonisiert Zeltgewebe zwar auch mit 100% Silikon, das ist super, das machen wie gesagt alle anderen nicht super hochwertig produzierenden Hersteller oft halt eben nicht. Ich will jetzt nicht sagen alle, aber sicherlich viele, das ist eine Dunkelziffer, weiß man nicht so genau. Das macht Fährreven eben auch und Fährreven beschichtet auch die Außen- und die Innenseite vom Zeltgewebe, vom Außenzelt, also doppelt silikonisieren. So, und Hilleberg macht noch eine dritte Schicht drauf. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein wesentlicher Unterschied, der da auch ein bisschen im Preis sich dann halt niederschlägt. Also nicht nur der Produktionsort, sondern es gibt auch wirklich offensichtliche, einfach zu erklärende Qualitätsunterschiede, die Silikonisierung, die damit auch Dauerhaftigkeit des Materials, weil dieses Silikon ist UV-strahlungsempfindlich. Wenn man das Zelt lange in der Sonne stehen lässt, dann irgendwann ist es halt hinüber. Das ist so. Das ist bei jedem modernen Zelt so. Es sei denn, es sind die uralten noch mit Polyurethan beschichteten oder Polyethylen oder was man da halt an sonstiges Zeug noch drauf mieren kann. War vor allem eine Sache. Das macht das Zelt unglaublich schwer. Das kannst du so als Trekkingzelt eigentlich fast nicht brauchen heutzutage. Würde das keiner mehr kaufen. Aber der Vorteil ist, das dann gerne mal auf sowas hier drauf, der Vorteil ist, das ist UV-beständig. Das kannst du also super als Sonnensegel verwenden. Deswegen gibt es das auch gerne auf Tarps immer noch heutzutage, die dann halt eben für 2x3 Meter Tarp dann halt trotzdem ein Kilo wiegen. Das gleiche aus zum Beispiel Hilleberg-Material würde 250 Gramm wiegen. Irgendwie sowas, ne? Also ein Viertel in etwa. Das ist dann halt schon ein Unterschied, der je größer das Zelt, je mehr Material das, dann wird das halt saumäßig schnell nicht mehr tragbar, ein Zelt aus solchem Material. Während ein Hilleberg-Zelt halt wirklich sehr gut sich noch tragen lässt. Und ne, für ein bisschen besser muss man immer sehr viel mehr Geld zahlen und für den letzten Schritt bis zur Perfektion nochmal ein bisschen, sehr viel Geld. Eben entsprechend obendrauf muss man halt schon wissen, was man tut. Selbstverständlich kann man auch mit einem Polyethylen-Zelt, also Nylon mit PU-Beschichtung, PU Polyurethan, ich krieg's immer nicht zusammen, wie man das ausgesprochen, aber PU ist jedenfalls die Beschichtung, die ich meine. Ne, das kann man auch als Zelt mitschleppen. Da bricht man sich auch nicht das Kreuz bei. Das geht schon. Und das kostet dann tatsächlich eben sehr, sehr wenig Geld. Und das ist möglicherweise vielleicht gar nicht scheiße verarbeitet. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen und ich würde mich da nicht wohlfühlen. Und ja, für mich wäre das definitiv nix. So. Jetzt dieses Kerlon-Nylon. Ne? Was kann das? Das hat vor allen Dingen unglaublich hohe Festigkeitswerte, die sich halt durch diese Dreifach-Silikonisierung mit richtigen Silikonen eben entsprechend ergeben. Das klebt das dann nochmal so richtig schön feste zusammen und das ganze Material wird nochmal extra verbacken, wenn man das so möchte. Ist so eine Art Mini-Mini-Mini-Mini-Stahlbetonkonstruktion. Gleiches Bauprinzip auf sehr, 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 sehr dünn. Und die schweren Zeltstoffe von Hilleberg erreichen 60 Denier. Da gibt es also diesen 60D-Nylon-Wert. Ne? Sie haben sogar noch so ein krasses 80D-Nylon. Die Bodenplanen, die gehen bis zu 100D. Das ist also nahezu unzerstörbar. Das hebt ewig. Das mag 2000 Euro kosten, ein Zelt dieser Kategorie, für 3 bis 4 Personen. Und vielleicht auch nicht ganz 2.000 Euro, sondern nur 1.500 oder irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Ich weiß es nicht genau, Preise kenne ich nicht auswendig. Aber ist nahezu unzerstörbar, hebt ewig und das sind dann Expeditionszelte. Das Basislager am Himalaya besteht aus sowas. Beispielsweise.
eine Expedition in die Antarktis hat so ein Zelt dabei. Braucht man das als Normalverbraucher? Ganz bestimmt nicht, aber es gibt es. Und zwar dann nur noch bei Hilleberg. Und da gibt es dann einfach keine Alternative mehr, weil in diesem High-End-Bereich musst du ein Hilleberg-Zelt kaufen oder halt in Kauf nehmen, dass du mehr oder weniger in Lebensgefahr gerätst, weil du nicht das optimalstmöglichste Zelt dabei hast. Die anderen versuchen dann gar nicht mehr, diese Perfektion herzustellen, die es dann bei Hilleberg für entsprechendes Geld zu kaufen gibt. Man kann jetzt bei Hilleberg-Zelten inzwischen relativ einfach unterscheiden, das haben sie jetzt so ein bisschen für den Übersicht, haben sie Labels erfunden. Da gibt es das Black Label, das Red Label, das Yellow Label und das Blue Label. So, Blue Label ist für uns eigentlich im Regelfall nicht interessant, das sind irgendwelche Spezialzelte, mit denen man zum Beispiel, in denen man langfristig wohnen möchte. Zum Beispiel. Also wirklich so richtig krasse Sachen. So richtig krasse. Braucht man nicht mehr tragen können. Reicht völlig, wenn man es im Auto transportiert. Aber da kannst du Zeltstädte mit aufbauen, zum Beispiel. Solche Späße, ne? Zum Beispiel. Braucht man, ist vielleicht nicht weiter interessant für den Outdoor-Einsatz. Höchstens für den Prepper oder den Stationär-Bushcraftenden, der irgendwie ein Zelt aufbauen darf, aber dann auch nicht in Deutschland. Also für Deutschland völlig interessant. So, jedenfalls. Dann gibt es halt eben das Black Label, das sind die Expeditionszelte. Die haben ein Kernon 1600 Material außen, das halt eben tatsächlich, ich glaube, 40 oder 60 Denier Reißfestigkeit aufweist, also unglaublich stabil ist. Das hält so ziemlich jedem Sturm stand. Da sind dann auch arktische Stürme entsprechend abgedeckt und Windgeschwindigkeiten jenseits der 220 km/h, wo es alles andere zerlegt. Ein Zelt mit so einer dünnen Haut dann immer noch. Hält da Stand. Das ist meiner Meinung nach schon verdammt beeindruckend. Das Einzige, was einen da vom Wind schützt, ist ein bisschen eine Portion Plastik. So, dann gibt es die Red Label Serie. Das sind Allwetterzelte, ganzjährig einsetzbar, also sehr wohl auch für den Winter, allerdings nicht den extremsten Winter, den der Planet zu bieten hat, sondern so einen normalen Winter, einen deutschen Winter, locker. Das würde man sogar noch mit dem Enan im Regelfall überstehen. Einen skandinavischen Winter, Südskandinavien locker, Mittelskandinavien locker, Nordskandinavien, muss man ein bisschen wissen, was man tut, aber geht auch noch. Ne? Also diese Black Label Zelte, die sind wirklich für Expeditionen, für das Krasseste, was es zu erwarten gibt. Und mit einem Red Label Zelt hätte man dann halt bei einem über 220 km/h Sturm irgendwann möglicherweise auch mal ein Problem. Dafür sind die noch vergleichsweise leicht. Das sind keine Ultraleitzelte mehr, aber die kann man schon noch gut tragen. Das ist halt der wesentliche Unterschied. Die Black Label Zelte, die kann man auch noch tragen, aber dann weiß man auch, was man trägt. Da muss man auch entsprechend fit sein, wenn man eine Expedition vorhat, um dann so ein schweres Zelt auch tragen zu können. Dafür rettet es einem das Leben, wenn der Sturm kommt. Ne? Also das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wozu man solche Black Label Zelte braucht und dass die dann auch ein bisschen was wiegen müssen. Irgendwo muss das Material ja herkommen, das einem vom Sturm schützt. Das muss natürlich dann auch was wiegen. So, und wie gesagt, diese Red Label Dinger, so ein Kompromiss. Schon Allwetterzelte, ganz jahrestauglich, aber noch tragbarer und dafür nicht ganz so stabil. Also die können versagen, die anderen nicht mehr. Aber dafür kann man die einen tragen und die anderen, die muss man schleppen oder schleifen oder halt super fit sein. Yellow Label sind jetzt die interessanten Teile für Deutsche, vermutlich eigentlich die beste Wahl, wenn man jetzt nicht sagt, man möchte jetzt irgendwo ins krassere Ausland und reicht auch noch für Skandinavien im Sommer vollkommen aus und da gehört das Enan dazu. Das wurde sogar in die Yellow Label Reihe hineingebaut. Die anderen Zelte wurden nachträglich eingeordnet. Dieses Labelsystem ist noch nicht sehr alt. Das gibt es erst seit gefühlt ein paar Jahren. Und das Enan wurde da halt wirklich extra für gebaut, als die Yellow-Label-Variante des Aktos. Das Akto ist ein Vierjahreszeitenzelt, sehr, sehr robust, deshalb auch nicht mehr ganz so super leicht und damit in der Red-Label-Serie zu finden, mit noch etwas festerem Außenmaterial, Kerlon 1200, nicht Kerlon 1000. Das ist auch so ein bisschen ausschlaggebend, ne? auf die Materialdichte, sage ich jetzt einfach mal, und eben entsprechend wiegt das dann auch ein paar Gramm mehr pro Quadratmeter. Was heißt pro Quadratmeter? Was wiegt denn so ein Kerlon pro Quadratmeter? Ja, 30 Gramm oder was, so ein Kerlon 1000. Also irgendwelche lächerlich niedrigen Gewichte, wenn man sich das eigentlich mal vorstellt. Ist das super, super unglaublich leichtes Material, mit dem man da sein Leben vor dem Wetter
verteidigt. Ja, und diese Yellow-Dinger haben halt oft keinen zusätzlichen Lüfter, sondern, um Gewicht zu sparen, sondern arbeiten mit dem, was durch das Zelt halt durchströmt, dadurch, dass da unten diverses offen ist, haben zum Teil einen nicht ganz nach unten reichenden Rand, ist beim ENA nicht so, da reicht der Rand ja bis nach unten, haben keinerlei zusätzlichen Schnickschnack verbaut, haben zum Beispiel keine zusätzlichen Stofffetzen, mit denen man Mückennetze noch verschließen könnte, damit kein Wind durchgeht, haben teilweise noch erhöhte mehr Mückennetzfläche, einfach weil Mückennetz leichter ist als alles andere. Und man kann bei denen, das ist auch ganz beliebt, habe ich mir sagen lassen, auch komplette Meshgewebe-Innenzelte noch dazu kaufen. Dass man also sich ein vollständig aus Meshgewebe bestehendes Innenzelt einhängt und dann spart man nochmal 100, 150 Gramm oder was, wie viel auch immer, und macht das Zelt dann nochmal viel ultraleichter. Es bleibt ein fast in diesem Fall dann vollwertiges Zelt mit Innenzelt, das auch noch eine gewisse Komfort dann eben trotzdem noch bildet. So, und jetzt wiegt so ein Enan, wie gesagt, um die 1000 Gramm. Ist aber ein vollwertiges Zelt und hat eine Außenhülle aus 20D-Nylon. 20D-Nylon kriegt man eigentlich schon fast nicht mehr kaputt. Durch reinen Wind, der über das Zelt gleitet, ja, der beißt sich ja nicht an irgendwelchen Ecken fest und zieht da mit aller Gewalt, der gleitet über das Zelt, ist es eigentlich fast nicht vorstellbar, dass einem so ein Material reißen könnte. Gibt es trotzdem, ja, und es gibt auch Stürme, da wird das garantiert nicht mehr garantiert, dass das hebt, aber es bleibt ein wirklich, wirklich stabiles Außenmaterial. Dieses Zelt ist extrem robust dafür, dass es bloß ein Kilo wiegt. Und jetzt sollte man meiner Meinung nach wirklich nicht darauf hineinfallen, wirklich, wirklich, wirklich nicht, ein nochmal 200 Gramm leichteres Zelt mitzuschleppen, und dann auf dieses zusätzliche Maß an Sicherheit zu verzichten, was einem ein vollwertiges, wirklich vollwertiges, hochwertiges Zelt entsprechend liefert. Weil wenn wir jetzt in den Bereich der 800 Gramm Zelte gucken, da kriegen wir kaum noch ein richtiges Zelt mit Innenzelt, mit Boden, mit allem Pipapo, was wirklich ein Zelt ist, sondern da kriegen wir dann nur noch so halb-Tarp, halb-Zeltlösung. Es sei denn, wir kaufen uns zum Beispiel ein Zelt, das vollständig aus Dyneema besteht. Dyneema ist ja so ein unglaublich reißfester Superkunststoff, wo man auch ganz tolles Seil draus machen kann. Unendlich teuer, und dann sind wir für ein Ein-Personen-Zeltchen im Ultraleitbereich bei Preisen, da kann Hilleberg einpacken. Ne? Das gibt es dann tatsächlich auch noch. Sowas halte ich aber für völligen Schwachsinn, weil wenn man dann wirklich 400 Euro extra für 300 Gramm weniger Zeug im Rucksack ausgeben möchte, oh, ja gut, wer das möchte, kann das gerne tun und dann trotzdem ein ganz filigranes Zeltchen, was du zwei Touren lang verwenden kannst und dann ist es irgendwann kaputt, dann nur als Resultat bekommst, das kann ich nicht verstehen. Das wiegt ein Kilo. Ein Kilo, das ist nichts. Man ist früher mit einem 4-Kilo-Zelt rumgelaufen, dann war man glücklich für zwei Personen oder für eine. Je nachdem, ein Personenzelt gab es sowieso nicht. Also ich habe wirklich überhaupt kein Verständnis, weshalb man ein anderes Ein-Personenzelt, ein leichteres wohlgemerkt, als das Enan dann noch brauchen würde. Da wäre mir dann doch der Sicherheitsfaktor, den das Ding bietet, so ziemlich jeden Sturm, der im Sommer zu erwarten ist, problemlos zu überstehen, das wäre mir dann doch wirklich die 200, 300 Gramm echt wert, die man dann noch zusätzlich dabei hat. Aber sowas von, also niemals würde ich auf die Idee kommen, da noch mal was anderes mitnehmen zu wollen. Bin sehr begeistert vom Enan. Ich habe mir ja reichlich erzählen lassen. Und ist ja nicht mein Erfahrungsbericht, dass das Zelt großartig ist, sondern der meiner Freundin quasi. Das hat sie mir lang und breit entsprechend beschrieben und sie liebt das Teil. Ne? Ich bin ein bisschen neidisch. Ich glaube, sie liebt es mehr als mich. Aber ich kann es fast schon verstehen. Ja, doch so ein bisschen schon. Vielleicht könnte man ja dann entsprechend da mal irgendwann so sich häuslich niederlassen und Familiengründung und noch ein Kinderzimmer anbauen und dann klappt das dann ganz gut vielleicht. Also Hilleberg hat dazu lustigerweise, ne, der Bo Hilleberg, also der Chef, der Gründer,
hat dazu auch mal ein bisschen was gesagt, dass man dann doch relativ schnell in die Ultralight-Falle tippt und dann für ein bisschen Gramm weniger dann irgendwann völlig auf Schutz und zusätzliche Sicherheitsreserven verzichtet. Und man muss ja dran denken, man ist da wirklich in der Natur. Da kann das schon mal passieren, dass da irgendwas kommt, womit man nicht rechnet. Hat man dann überhaupt keine Sicherheitsreserve, hat man dann keinen sicheren Rückzugsort, sondern einfach nur einen, der einfach nur noch leicht ist und sonst nichts kann. Ach, für mich hoch bedenklich und ich halte da überhaupt nichts von. Das Ding ist schon super leicht. Ich weiß wirklich nicht, mir fällt kein Grund ein, weshalb man dann noch mehr sparen müsste. So, und jetzt weiß ich, dass ich einen Kommentar bekommen werde, mindestens einen, der darauf hinweist, dass es da irgend so einen Typ in Amerika gibt, der mit 4 Kilo Ausrüstung durch Alaska rennt. Boah. Das ist so eine Information, da kann man sagen, es gibt da auch so einen Typ, ne? Der hat ein Werk geschrieben, das heißt Faust. Ist ziemlich genial. Oder es gibt da so einen anderen Typ, der hat da was geschrieben, das heißt der Herr der Ringe. Ist auch ziemlich genial, meiner Meinung nach. Besser als Faust, aber das darf ich offiziell selbstverständlich nicht sagen. Aber ich mag auch Goethe extrem und Faust, oh, eine Offenbarung. Wie dem auch sei, geniale Leute, die irgendetwas Spezielles ganz krass gut können, das gibt es auf dem Planet. Nur, weil es so jemanden gibt, heißt das nicht, dass ich mit 4 Kilo durch Alaska latschen könnte. Ja, nur weil das möglich ist. Heißt das nicht, dass das jeder kann. Nicht jeder kann einen Faust schreiben, nicht jeder kann 40 Meter tief tauchen und das überleben oder 18 Minuten noch was unter Wasser bleiben und so weiter. Das sind Extremleistungen. Nur weil es die gibt, heißt das nicht, dass man das auch machen kann. Hingegen, eine Nacht bei Eis und Schnee in Alaska im Winter überleben, und zwar gemütlich und bequem in einem 1.500 € Hilleberg-Zelt, das kann jeder. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn man als Jedermann hingeht und meint, man läuft durch Alaska mit 4 Kilo Ausrüstung, nur weil irgendjemand anders das vorgemacht hat, dass das tatsächlich möglich ist, dann stirbt man vermutlich. Das ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das nicht überlebt. Oder relativ bald irgendwo abbrechen muss oder am nächsten Highway ein Auto anhalten muss und sich dann halt da dann auf diesem Wege irgendwie retten lässt. Wenn man halt als Otto Normalverbraucher der Meinung ist, mit diesem Ultralight-Krempel rumrennen zu wollen, mit dieser super fancy tollen Ultralight-Ausrüstung, das muss man vorher trainieren, verflucht nochmal. Das kann man nicht als Otto Normalverbraucher. Und diese Extremleistungen, die da immer als Beispiel gebracht werden, aber der so und so, das sind Extremleistungen, ist ganz klar. Ist das beeindruckend? Selbstverständlich. Habe ich da großen Respekt vor? Klar, ist absolut beeindruckend. Kann man das nachmachen als Otto-Normalverbraucher? Nein. Kann ich mal eben die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen, nur weil es Leute gibt, die das schaffen? Nein. Das ist halt immer so ein, ja, wir verstehen uns ja gut, lieber, der du dich jetzt vielleicht angesprochen fühlst. Ist ja alles tippitoppi in Ordnung, aber du hast mir jetzt ein paar Mal zu oft auf diesen Kerl da hingewiesen, der da durch Alaska rennt mit seinen 4 Kilo. Oder wie viel das sind, können auch 5 sein. Oder sogar 6. Oh mein Gott, oh, 6 Kilo, so schwerer Rucksack. Nein, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Es sind halt Extremleistungen. Ein Kilo Zelt ist ein sehr leichtes Zelt. Punkt. Leichter müssen die nicht sein. Bin ich absolut von überzeugt. Und jetzt dürfen wir gerne noch ein bisschen diskutieren, wer jetzt noch unbedingt der Meinung ist, dass das noch ein viel zu schweres Zelt ist und man überhaupt kein Zelt braucht. Man kann ja auch durch Alaska mit einem Tarp laufen. Alles kein Thema. Ne? Können wir jetzt alles diskutieren. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich kann sowas nicht. Und 98,75% derjenigen, die dieses Video gucken, können das auch nicht. So, tschüss. Ach so. Herzlichen Dank an meine Freundin für die Bereitstellung dieses Artikels.